möchte in den nächsten 15 bis 20 Minuten einige Schlaglichter werfen auf einen Bereich, der uns alle berührt: Wohnen. Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und damit ist auch klar, dass der Staat in diesem Bereich eine wesentliche Aufgabe hat. Wirtschaft und Staat arbeiten hier traditionell, kann man sagen, über viele Jahrzehnte sehr eng zusammen. Und dass das in Österreich sehr gut funktioniert, beweisen beispielsweise die große Anzahl von Experten und Interessierten, die zum Beispiel nach Wien kommen, um sich hier im sozialen Wohnbau die Methoden und Ergebnisse anzusehen. Man kann also sagen, in Österreich wird hier in diesem Bereich einiges schon richtig gemacht, traditionell richtig gemacht. Trotzdem, die Branche ist im Umbruch. Es tut sich hier einiges. Ich darf Ihnen heute auch vielleicht in dem einen oder anderen Satz einige Hintergründe dazu erläutern. Und das bedeutet, dass hier Konzepte gefordert sind, die nicht nur die Informations- und Kommunikationstechnologien sehr stark einbinden, sondern auch auf einer gesamtheitlichen Basis stehen. Was liegt da näher, als sich einmal nach rechts und nach links umzudrehen und sich anzuschauen, was gibt es in dem Bereich schon, im Nahfeld vielleicht des Wohnbaus? Und da stößt man recht schnell auf den Begriff des Facility Management. Eine ganzheitliche Strategie zur Gebäudebewirtschaftung, die für Gewerbeimmobilien in der Praxis schon seit längerer Zeit bekannt und etabliert ist, wo am Anfang auch einige Skepsis vorhanden war, um diese Methoden und Prinzipien in der Wohnungswirtschaft anzusetzen bzw. zur Anwendung zu bringen. Das scheint aber mittlerweile überwunden zu sein und immer mehr Wohnbauunternehmen gehen dazu über, diese Theorie auch selbst für den Bereich in Anwendung zu bringen. Das heißt, es geht sozusagen bei der strategischen Zielsetzung darum, die Konzepte und Methoden des Facility Management in der Wohnungswirtschaft zu etablieren und dabei die Informations- und Kommunikationstechnologien als Katalysator zu verwenden. Ich möchte Ihnen heute exemplarisch einige Konzepte bzw. schon realisierte Anwendungen vorstellen, die dies verdeutlichen sollen. Zunächst aber, was sind die zentralen Fragestellungen? Die vorhandenen Systeme, die wir jetzt aus den Gewerbeimmobilien in den Wohnbau übertragen wollen, müssen zunächst in irgendeiner Form klassifiziert und bewertet werden. Wir müssen uns die Frage stellen, ist der Einsatz dieser Instrumente wirtschaftlich und wie können wir diese Wirtschaftlichkeit messen? Welche Nutzenpotenziale entstehen dabei? Können hier nur Kosteneffekte aufgedeckt werden oder birgt diese Anwendung auch strategisches Potenzial? Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, vor dem Hintergrund eines raschen technologischen Wandels, welche Technologien und Endgeräte sind geeignet, um diese Anwendung durchzuführen. Facility Management bewegt sich im Lebenszyklus des Gebäudes von der Planung und der Errichtung bis hin zum Abriss, vor allem in der auf der Zeitschiene gesehen längsten Phase, in der Nutzungsphase. Das bedeutet, wir haben die Verwaltungsdienste im Gebäudemanagement als zentralen Fokus, die wir jetzt im kaufmännischen Gebäudemanagement, im technischen Gebäudemanagement und im infrastrukturellen Gebäudemanagement betrachten können. Wie sieht es in der Wohnungswirtschaft aus? Was ist die aktuelle Situation? Ich habe vorher schon erwähnt, am Markt bewegt sich einiges. Es ist eine Verschärfung der Situation zu erkennen. Die Konkurrenz nimmt zu, einerseits durch zunehmende Marktöffnung. Das betrifft vor allem die Zulieferer und Partner in der Wohnungswirtschaft. Das heißt, es entsteht heute, und das ist ganz wichtig auch in Verbindung mit dem, was wir heute an all den interessanten Vorträgen schon gehört haben, es entsteht ein Wettbewerb um den besten Partner. Es besteht ein Wettbewerb, wo es darum geht, kann ich in Kooperation mit meinem Partner, der mich dabei unterstützt, die richtigen Technologien richtig einzusetzen, besser sein als mein Marktbegleiter.
Auch die Auswirkungen der Finanzkrise sind heute das ein oder andere Mal schon angesprochen worden. Wenn man sich ansieht, wie noch vor einigen Jahren Banken agieren konnten, welche Spielräume sie vor einigen Jahren noch hatten, so ist dies heute nicht mehr der Fall. Und nicht zuletzt ist auch ein Rückgang an Förderungen der öffentlichen Hand zu bemerken, der natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss hat. Vor allem im Neubau trifft das zu. Ich darf das kurz für Sie mit Zahlen hinterlegen. Die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen in Österreich haben im Jahr 2012 13.900 Neubauwohnungen fertiggestellt. Das sind um 3.300 Wohnungen, also um 19% weniger als im Jahr davor. Und um etwa 1.000 Wohnungen weniger als im langjährigen Durchschnitt. So lässt sich schon erkennen, dass hier in dieser Situation neue Konzepte gefragt sind. Wenn wir jetzt das Computer-Aided Facility Management von den herkömmlichen Anwendungsfeldern her sehen, dann gibt es die Verbindung zu dem Lebenszyklus, den ich vorher kurz gezeigt habe. Das heißt, im infrastrukturellen Gebäudemanagement vor allem. Allerdings erkennen wir, dass eine Monofunktionalität nicht ausreichend ist. Wir brauchen frische Ideen. Was die Wirtschaftlichkeitsbewertung betrifft, stellen wir uns einerseits die klassischen Fragen, die aus der Prozesskostenrechnung kommen. Was kann ich einsparen? Bis wann haben sich diese Ausgaben amortisiert? Das sind quantifizierbare Nutzungspotenziale. Zeit kann ich mir sparen, Kosten kann ich senken, kann den Nutzungsgrad erhöhen. Diese Dinge lassen sich ganz gut messen. Dafür ein geeignetes Instrument möchte ich erwähnen, gibt es die Balanced IT Decision Card, die abgeleitet ist von der Balanced Scorecard, einem ganzheitlichen Instrument für eine zielorientierte Betrachtung, die auf einem Kennzahlensystem beruht. Die Perspektiven, die aus der Balanced Scorecard kommen, werden hier auf 6 Perspektiven erweitert. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie bewerten die Einführung eines der Systeme, von denen Sie heute gehört haben. Und da nehmen wir jetzt nicht unbedingt nur die Wohnungswirtschaft her, sondern das können Sie auf Ihren Anwendungsbereich genauso applizieren. Anhand der Perspektiven Sicherheit, Prozesse, Innovation, natürlich die interne Sicht auf die Mitarbeiter, die externe Sicht auf die Kunden und last but not least logischerweise auf die Finanzen. Gut, wie sieht das jetzt in der Wohnungswirtschaft aus? Wir haben folgendes Netzwerk mit folgenden Playern. Irgendjemandem gehört dieses Haus, der Objekteigner. Der setzt meistens einen Hausverwalter ein. Das kann eine interne Abteilung sein, das kann aber auch ein externes Unternehmen sein. Dieser interagiert einerseits mit dem Hausbetreuer, demjenigen, der zum Haus hinfährt und sich darum kümmert, die Glühbirne zu tauschen oder den Rasen zu mähen und natürlich auch mit dem Bewohner. Und wenn wir jetzt hier ein Beispiel herausnehmen für so einen klassischen Prozess der Wohnungsweitergabe, dann sehen Sie hier, wie funktioniert das. Der Vormieter sagt, ich möchte meine Wohnung hergeben und ich möchte das jemandem anderen übergeben, schlägt einen Nachmieter vor. An diesen Nachmieter verschickt dann der Vermieter ein Auskunftsblatt. Das ist also dieses Strichmännchen auf der linken oberen Seite, das ist jetzt der klassische Prozess, ja, wie es sozusagen herkömmlich gemacht wird. Der Nachmieter füllt dieses Auskunftsblatt aus, schickt das zurück, woraufhin der Vermieter die Förderungswürdigkeit prüft, wenn wir uns jetzt im gemeinnützigen Bereich befinden, und schickt dann wiederum ein Infoschreiben und den Mietvertrag zurück, der dann wiederum vom Nachmieter unterschrieben wird und zurückgeschickt wird. Sie sehen schon, viel überprüfen, viel verschicken, viel nachsehen, viel Zeit, die dazwischen verloren geht. Wenn wir jetzt, und ich habe das ganz absichtlich rudimentär und in einer sehr abstrakten Form hier aufgezeichnet, ein IKT-System einführen, das dem Vor- und dem Nachmieter die Möglichkeit gibt, über den PC, über Tablets, über Smartphones, auf eine Applikation zuzugreifen, auf ein IKT-System zuzugreifen, das viele dieser Schritte abnimmt, dann lassen sich die Prozesse verändern. Und stellen Sie sich vor, dieses System ist jetzt, verwendet jetzt eines der Zustellsysteme und Authentifizierungssysteme, von denen wir heute schon gehört haben.
dann ändert sich der Prozess und plötzlich sehen wir, ohne dass ich jetzt im Detail weiter erkläre oder nochmal erzähle, wie der Prozess dann abläuft, dass sich die Striche, die zu den Strichmännchen gehen, im Vergleich zu der vorigen Darstellung, springe nochmal ganz kurz zurück, verringert haben. Während der Vermieter-Eigentümer hier im herkömmlichen Prozess 3 Verbindungen hat, ist er hier mit der Prüfung der Förderungswürdigkeit in nur noch einen einzigen Schritt eingebunden. Was bedeutet das? Es geht nicht nur darum, die Prozesse von den Durchlaufzeiten her effizienter zu gestalten, sondern sie so nachhaltig zu verändern durch den Einsatz von IKT, dass die Schritte unter Umständen sogar anzahlmäßig weniger werden. So, welchen Nutzen können wir hier aufdecken? Wir haben verschiedene Nutzenarten. Sowohl beim Vermieter als auch beim Vor- und Nachmieter entstehen Zeitersparnis, monetäre Potenziale als auch strategische Nutzenpotenziale. Ein zweites System, eine zweite Anwendung, die ich Ihnen gerne kurz präsentieren möchte, nennt sich Infoboards. Sie kennen sicherlich für all diejenigen, die nicht in einem Eigenheim wohnen, die klassischen Aushangbretter im Stiegenhaus meistens gegenüber des Postkastens. Wenn wir nun diese Bretter mit digitalen Schirmen ersetzen, und das tun wir, dann gibt es sehr schnell die Möglichkeit für die Hausverwaltung, hier an die Bewohner Nachrichten abzusetzen. Diese Möglichkeit lässt sich natürlich auch verbinden mit einem standortbezogenen Angebot weiterer Inhalte und der Vorteil liegt auf der Hand. Ich muss niemanden mehr hinschicken, der dort Aushänge anbringt, sondern ich kann eine schnelle aktualisierte Informationsdistribution vornehmen, die ich unter Umständen über einen Rückkoppelungskanal auch zu einer bidirektionalen Information machen kann. Denkbar wäre zum Beispiel, diese Infoboards mit einem Mieterportal zu verbinden, wo dieselben Inhalte auch einen Rückkanal finden. Sie sehen hier Beispiel, wie sowas aussehen kann, und diese Systeme erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Im Prinzip funktioniert es so, dass vom Client aus die Inhalte auf dem Server erstellt und editiert werden. Sie sagen dann, wo möchte ich meine Inhalte distribuieren, in welche Richtung möchte ich das schicken, auf welchen Schirmen soll es angezeigt werden, wie lange, wer soll das sehen können, soll sich das automatisch aktualisieren, gibt es externe Datenquellen, die einen Teil der Daten zuliefern. All das kann ich einstellen. Die Bildschirme selbst melden sich dann in regelmäßigen Abständen über einen Webservice an dem Server an und sagen dann, ich bin der Client Nummer 732, hast du eine neue Information für mich? Und der Server gibt diese Information an den Schirm dann aus. Welche Anwendungsszenarien kann man da, wenn man so an so ein Wohnhaus denkt, etablieren? Die klassischen Aushänge habe ich schon genannt. Es ist aber natürlich auch, wenn es zeitkritisch darum geht, Wartungstermine zum Beispiel bekannt zu geben, ist das auch ein beliebter Anwendungsfall. Wir müssen aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dieses Informationsangebot auch ergänzen durch Inhalte, die dynamisch generiert werden, die für den jeweiligen Standort interessant sind. Da lade ich Sie sehr herzlich ein, auch mit mir in Kontakt zu treten. Wir haben unseren Stand im linken Saal in der Mitte. Wenn Sie eine Idee haben, wie man diese Infoboards-Inhalte noch lebendiger gestalten kann, abgesehen von den Dingen, die wir hier schon implementiert haben, wie Wetterdaten oder Verkehrsinformationen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie auf mich zukommen. Zu guter Letzt noch ein anderes Beispiel. Viele Wohnbauten werden auch mit Gemeinschaftseinrichtungen ausgerüstet. Nicht nur der klassische Kinderspielraum, das geht heute bei dem Schlagwort soziale Nachhaltigkeit in vielen spektakulären Projekten viel, viel weiter, mit Heimkino, mit Sauna, mit Spielräumen, Sporteinrichtungen etc. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir ein Buchungssystem mit einer Schließanlage verbunden haben, das den Bewohnern des Hauses ermöglicht, in einem Bewohner-Intranet-Portal die
Buchung der jeweiligen Räume sich anzusehen, selbst einen Slot auszuwählen und zu sagen, ich möchte morgen diesen Gemeinschaftsraum nutzen. Über dieses Mieterportal wird dann entsprechend sofort eine Bestätigung oder eine Ablehnung, je nach Terminverfügbarkeit, generiert. Und dann hat jeder Bewohner so eine RFID-Karte einstecken, mit der er, ohne dass da irgendjemand, irgendein Hauswalter oder Hausbetreuer in diesem Prozess sonst manuell involviert wäre, zu dem Gemeinschaftsraum hingeht und genau in der gebuchten Zeit diesen Raum nutzen kann. Da geht dann sogar automatisch der Strom an, beziehungsweise dreht sich auch wieder ab, wenn die Nutzungszeit vorbei ist. Und das spart allen Beteiligten viel an Koordinationsaufwand. Ja, mit diesen Beispielen, die ich jetzt hier genannt habe, bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen sozusagen auch in Verbindung zu meinen Vorrednern mit dem Anwendungsbeispiel der Wohnungswirtschaft eine Idee geben, wie wir einerseits die nötigen Instrumente zur Messung der Effizienz des Einsatzes verschiedener Informationssysteme bringen können, andererseits auch ganz konkret, wie diese Dinge auf den Boden gebracht werden können. Vielen herzlichen Dank.